Hallo und herzlich willkommen im aktuellen Video. Ja, es ist Sonntagabend und es ist im Endeffekt der Beginn von meinem Jahresurlaub. Zwei Wochen Urlaub warten auf mich und auf meine Familie. Und wir machen einen kleinen Roadtrip durch Deutschland. Wir gehen einmal zu Camping Schillig an der Nordsee und dann zum Südseecamp. Das ist so zwischen Hamburg und Hannover. Ja, das Wohnmobil ist schon soweit vorbereitet. Ja, zeigen wir mal, was wir so alles eingepackt haben. Also was haben wir drin? Wir haben nur eine Gasflasche drin, keine zwei. In bester Hoffnung, dass die auch wirklich reichen wird. Ich meine, bei den Campingplätzen in Deutschland ist es ja kein Problem, dass man die Gasflasche auch austauschen kann. Und von daher werden wir auch damit hinkommen. Warum? Wir müssen Gewicht sparen. Es sind ja die 3,5 Tonnen, die man als Grenze hat. Und wir haben halt schon viel ausgepackt, um andere Sachen einpacken zu können. Und ich denke, wir kommen da auch hin. Habe leider keine Waage. Die waren bei uns im Shop ausverkauft. Sonst hätte ich es nämlich erst nachgewogen. Aber da mache ich mal ein eigenes Video dazu. Ja, da zeige ich mal so ein bisschen, was wir hier alles eingepackt haben. Ganz klar, der Minimax, der darf nicht fehlen. Hundenapf. Dann haben wir Ventilator eingepackt. Hier alles mit, ich sag mal, so Medizintaschen mit noch einem dabei. Badminton-Spielzeug und so weiter. Da gehen wir auf die andere Seite. Da wird es nämlich interessanter. Das sind nämlich die... Ja, Lebensmittel, da haben wir einiges eingepackt. Also wir haben hier oben einmal eine Kiste mit Trockenware und das ist jetzt auch nicht gerade wenig. Hier haben wir unsere Getränke. Es geht um die Achslast. Man sollte eben nicht zu viel Gewicht ganz hinten reintun und da ist das auch eher suboptimal. Das heißt, die stelle ich jetzt nachher noch um, bevor wir losfahren. Da haben wir noch alle möglichen Getränkesachen auch noch mit dabei. Ja, zwei Grills leider mit dabei. Ich habe einen Gasgrill und ich habe einen Kohlegrill, weil bei dem Camping Schillig, da darf man leider nur mit Kohle grillen. Bei dem Südseecamp, halt Schmarrn, Camping Schillig, da darf man nur mit Gas grillen und beim Südseecamp, da darf man glücklicherweise auch mit Kohle grillen. Deswegen, ja, ich möchte auf meinen Minimax nicht verzichten, denn, stimmt, das zeige ich auch noch. Ich habe mir so einen kleinen Big Green Egg Dutch hier mitgenommen und ja, den will ich natürlich unbedingt ja, verwenden. Ansonsten, was habe ich vorbereitet? Wasser ist soweit vorbereitet. Da habe ich allerdings nicht so viel rein. Warum? Die Planung ist, wie kommen wir jetzt in den Urlaub? Also wir fahren jetzt am Sonntag los. Es ist jetzt Abend. Was kann ich? Schau mal auf die Uhr. 19.30 Uhr. Ich denke mal, so eine halbe Stunde ist Abfahrt, dass wir gegen 20 Uhr losfahren. Dann werden wir heute so um die, ja, je nachdem wie ich Lust habe, 200, 300 Kilometer reisen. Insgesamt sind es 600 Kilometer. Und dann morgen während des Tages weiter. Warum das Ganze? Macht mir im Wohnmobil keinen Stress. Man kann wunderbar überall auch übernachten. Deswegen nehmen wir nur ein bisschen Wasser mit, dass es halt reicht, um Toilette und vielleicht eventuell waschen, duschen, wie auch immer, was dabei zu haben. Und ansonsten, ja, reicht es dann halt, sage ich mal, bis zum nächsten Campingplatz. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich werde auf jeden Fall nochmal gleich berichten. Werde zwischendrin mal ein paar kleine Tags machen, wo wir uns gerade befinden, was wir gemacht haben. Und dann sehen wir uns später. So, jetzt haben wir die erste Rast nach ungefähr 1,5 Stunden Fahrt, haben jetzt schön gegessen und jetzt gucke ich mal, die Kinder kriegen noch ein bisschen Süßigkeiten. Wir haben jetzt zum Glück da noch irgendwas eingepackt. Dann gibt es da noch so eine kleine Nachspeise für die Kinder und dann geht die Fahrt auch schon gleich weiter. Schauen wir mal, was wir da haben. Da würde ich sagen, ich fahre weiter und bis gleich. So, es ist jetzt 1.50 Uhr, wir haben noch 1 Stunde 37 zu fahren. Aber um ehrlich zu sein, ich habe keinen Bock mehr, Zeit fürs Bett und bis morgen. Tim. Timmy.
Aufstehen. Aufstehen. Ah, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 9.30 Uhr und ich habe mit der Familie richtig ausgeschlafen. Hab eine gute Nacht hinter mir. Also interessanterweise, ich dachte, ich wäre hier auf dem Rastplatz. Ich meine, viele Promis sind jetzt nicht mehr da. Und ich dachte eigentlich, das wird extrem laut, weil man hört ja doch die LKWs. Ja, aber war echt angenehm. Jetzt gibt es erstmal Frühstück, schönen Kaffee, Brötchen dazu, Marmelade, Nutella für die Kids. Und dann fahren wir weiter. Also, wir haben jetzt noch die eineinhalb Stunden Fahrt ungefähr vor uns. Die Freundin will noch in so einen Stoffladen. Gucken wir mal, ob wir da jetzt heute noch reingehen, da wir doch schon ein wenig spät dran sind als Langschläfer heute. Oh, schauen wir mal. Dann sehen wir uns gleich, wenn ich weiß, wie es weitergeht. Fertig gefrühstückt, ordentlich gestärkt für die weitere Fahrt. Und jetzt haben wir uns einen Campingplatz für zwischendurch ausgesucht. Also wenn wir jetzt nochmal auf einen Campingplatz fahren, eine Nacht eben dort übernachten. Da ist so ein kleines Schwimmbad mit dabei. Und da bleiben wir auf jeden Fall bis morgen. Und morgen geht es dann eben auf den richtigen Campingplatz in Schillig. Jetzt müssen wir euch erstmal das Gas dann abdrehen. Das mache ich jetzt noch schnell, dann geht's weiter. Das war es auf jeden Fall jetzt erstmal von der ersten Folge. Und schaut auf jeden Fall die weiteren Folgen an von dem kleinen Kurztrip, den 2 Wochen Urlaub. Nach 300 Metern links auf A1 nach U5 Bremen abbiegen. Straßenverlauf von A1 nach 41 Kilometer. Jetzt. Ja, das war jetzt der Warum.